Das hier, mein kleiner Prinz, ist meine Geschichte über den Schmerz. Hier nimmt die Geschichte ihren Anfang, am Grab von meinem Onkel Walid, dem verehrten Bruder meines Vaters. Was machst du hier? Aber ich bin gekommen, um dir zu... Schämst du dich nicht? Geh nach Hause, du musst dich waschen. Ich will dir helfen, Baba, wirklich. Ich. Du mir helfen? Du kannst dir doch nicht mal selbst helfen. Baba, ich hab das Geld. Für dich und deinen Traum, damit du endlich auf die Hatsch kannst. Geh nach Hause, ich will das Geld nicht. Was ist so falsch an meinem Geld? Nimm's! Woher hast du das Geld? Es ist doch egal. Das ist echtes Geld. Damit du deinen Traum erfüllen kannst, Baba. Woher hast du das Geld? Ich will dein verdammtes Haramgeld nicht. Nimm das verdammte Geld und fahrt, Jatsch! Ich wollte meinem Vater eine Freude bereiten und fügte ihm den größten Schmerz zu, den ein Sohn seinem Vater antun konnte. Ich trat seine Würde mit Füßen. Ich hatte nun alles verloren. Es blieb nur noch eine Person, der ich mich anvertrauen konnte. Ja, ich mach auf, wir müssen reden. Habla! Mach auf! Aisha, wir müssen reden, mach die Tür auf! Aisha, mach auf, Abla, wir müssen reden! Aisha! Was machst du hier für einen Krach? Bist du besoffen oder was? Wie siehst du aus, Mann? Nimm dieses Kopftuch ab! Fass mich nicht an! Bist nicht entfassen! Hey, was willst du? Hey, du rauchst, du fluchst, du darfst gar kein Kopftuch tragen, Mann! Und wer will mir das verbieten? Du? Wer bist du denn? Yeah. Ich bin dein Cousin. Guck mal dich an, was ist mit deinem Leben, Alter? Was willst du von mir? Du hast keinen Job, du hast überhaupt keinen Plan, du bist so ein Verlierer, Junge, du bist ein Verlorener, verstehst du? Du bist ein Loser. Null. Hey, wie redest du mit mir? Hab mal ein bisschen Respekt, Mann. Weißt du, warum ich vor dir keinen Respekt habe? Weil du ein Niemand bist. Oh, Scheiße, das war ein Fehler. Ja. Nachdem ich all den Menschen, die mir lieb waren, Schmerzen bereitet hatte, wanderte der Schmerz weiter. Er kam zu mir. Es war nicht meine Niere, nicht meine Gesundheit, die mir Schmerzen machte. Mir wurde bewusst, dass es diesmal ein anderer Schmerz war. Diesen Schmerz konnte man durch kein Medikament der Welt lindern. Es war das Vertrauen an mein Leben, das mir qualvoll entglitt. Du wirst in deinem Leben noch viele verschiedene Gesichter des Schmerzes kennenlernen. Doch eines habe ich gelernt. Der Schmerz ist auch eine Mahnung, dass wir noch leben. Und diese Mahnung, mein kleiner Prinz, darfst du niemals ignorieren. Niemals.